Ah ja, der hat einen schönen Helm. Und zwei Tränke. Langschwert plus eins. Helm des Edlen. Rüstungsklasse minus eins und Charisma. Mhm. Wie hoch ist denn ihr Charisma? Ja, okay. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita, aber natürlich. So, Safana. War aber noch was Interessantes hat. Ah ja, ich glaube, das Interessante ist aber wirklich seine Rüstung. Also sein Helm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Tränke dahin. Da sind nur Questgegenstände. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, nachdem wir das jetzt geschafft haben, gehen wir mal weiter. Tempel des Helm. Ah. Im Tempel des Helms kriegen wir definitiv etwas Heilung. Ihr braucht nur zu fragen. Der Wachsame kennt alle eure Sünden. Willkommen beim Wachsamen Schild. Unsere Hingabe an den niemals Ruhenden ist unterschüttet. Bitte erlaubt uns euch, unter dem ewigen Blick von Helm zu beschirmen und zu beschützen. Ja, ich wüsste gern, welche Dienste ihr anbietet, genau. Nutzen wir den Ort mal, um uns wieder voll zu heilen. So, das sollte reichen. Die letzten zwei heilt er ja selber durch seine Konstitution. Wer seid ihr, Halbling? Mit euch habe ich keinen Händel, Kollege. Ich will mein Eigentum von diesem verräterischen Spitzohr zurück. Okay. Ihr wagt es, mich mit so einem Ton anzusprechen. Ich werde euer kleines Herz aus so einem kleinen Körper reißen, Halbling. Nicht ihr! Bei den Göttern! Wie begriffsstutzig kann man sein? Ich will die da! Nera? Meine Güte, Macklin. Wie schön, dich zu sehen. Offensichtlich hat dich keiner meiner Ablenkungszauber aufgehalten. Sie waren natürlich nur als Streich gedacht. Okay. Zauber? Du hast mir einen Topf über den Kopf gezogen und so lange drauf eingeschlagen, bis ich bewusstlos wurde, dreistes Weib. Genug der Worte. Ich will das Geld zurück, das du mir gestohlen hast. Oder ich werde es aus deiner weichen Elfenhaut schneiden. Ich mag Lehrer. Das ist eine tolle Art zu zaubern. Ich bin Halbelfe und ich habe keine Ahnung, von welchem Geld du eigentlich redest. Ich mag eine kleine Reisekasse haben, aber ich glaube kaum, dass dieses wert ist, mir wochenlang hinterher zu jagen. Hm. Es waren über 200 Goldstücke! Du hast mich bewusstlos geschlagen und bist hinaus in die Nacht geflohen, nachdem du mir vorher das Märchen über streitlustige Magier aufgetischt hast, um mich von meiner Wachsamkeit abzulenken. Was hast du dem da erzählt? Ein Drache hat deinen Opa gefressen? Gib mir mein Gold oder dieser Dolch steckt gleich zwischen deinen Rippen!
Mecklen das Gerät außer Kontrolle. Ich wollte dein Geld nicht entwenden, aber ich war in großen Nöten. Hättest du in deinem Schlaf nicht so friedvoll ausgesehen, hätte ich dich geweckt. Ihr nahmt sein Geld und seid mit in der Nacht verschwunden? Ich wollte es ihm zurückzahlen. Irgendwann. In der Zukunft. Wenn ich ihn wiedergefunden hätte. Ja, ihr hattet nie wirklich vor, ihm das Geld zurückzuzahlen, oder? Wenn ihr mich so behandeln wollt, könnt ihr mich auch gleich aufhängen. Bei den Göttern. Ihr wisst wirklich, was man tun muss, um es sich so richtig zu verscherzen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Als ich sie traf, trug sie mehrere Trüffelschweine einer Trüffelsau. Und die waren alle so traurig. Oh, Trüffelschweine, ja? Wie putzig! Nun, dann muss ich mich wohl jetzt wieder auf den Weg machen. Schluss mit dem Unsinn und her mit meinem Geld! Ich fürchte, ihr werdet leer ausgehen, Mecklen. Und wenn ich Neras Schulden übernehme? Es ist mir egal, wer mir mein Geld gibt. Ich will es nur wieder haben. Die ganzen 200 Goldmünzen. Zahlt oder ich schicke sie dorthin, wo auch immer diese Dreckselfe hingeht, wenn man ihr die Eingeweide rausschneidet. Er ist mir ja ein bisschen sympathisch, deswegen will ich ihn nicht umbringen. Nehmt das Geld und geht. Es war mir eine Freude, dich wiederzusehen, Dera. Ich gehe nun meines Weges. Und wenn ich dich auch nur in meiner Nähe vermuten sollte, werde ich dir dein kleines, schwarzes Herz aufschneiden. Oh. Was gerade geschehen ist, tut mir sehr, 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 sehr leid. Ich wollte Mecklen nicht bestehlen. Ich hatte einfach keine andere Wahl. Ich wünschte, die Dinge hätten sich anders entwickelt. Das Wichtigste ist, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Ja, bring ihn das nächste Mal besser um. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich mein Geld bei dem Auge behalten sollte. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Nehmen wir das erst. Es freut mich, dass ihr das auch so seht. Und wenn wir über einen stämmigen Zwerg namens Ortan mit einem Brandmal auf der Stirn stolpern, tut einfach so, als wäre ich eine Taubstumme, die ihr im Straßengraben gefunden habt. Nera. Nur ein Scherz. Okay. Ein zorniger Habending namens Mackin hat uns angepöbelt. Wo steht denn das? Er behauptet, Nera hätte ihn ausgeraubt. Sie leugnete das zuerst, aber die Wahrheit kam schließlich ans Licht. Glücklicherweise gab er sich damit zufrieden, dass ich ihm den gestohlenen Betrag ersetzt habe. Ich hoffe, Herr Nera erweist sich meine Investition und meines Vertrauens als würdig. Ich würde mir ziemlich blöd vorkommen, wenn ich mit einem Topf auf dem Kopf und ohne Goldbeutel aufwachen würde. Vor allem, nachdem wir hier ihre roten Magierverfolger über den Jordan geschickt haben. Schwarzdrachentor. Ja, das ist der nördliche Eingang nach Baldurs Tor. Gibt ja zwei. Einmal den hier unten irgendwo, den man ganz schlecht sieht, an der Brücke. Und dann den nördlichen. Na, und da auch den übers Meer, aber das war's dann auch schon. Irgendwas nicht in Ordnung? Tick. Hey, so wie aussieht, könnte ich schwören, ihr kommt aus den Abwasserkanälen. Was meint ihr damit? Aus den Abwasserkanälen. Alter, eine Runde durch das Kellergewölbe der Stadt, versteht ihr? Kellergewölbe der Stadt? Ja, warum zeigt ihr uns nicht den Weg dahin? Brauche ich euch nicht zu zeigen. Hier gibt es überall Eingänge. Sucht einfach nach den Gittern für die Abwasserkanäle. Die meisten lassen sich einfach hochheben und ihr könnt runtergehen. Wie ich gesagt habe, das Kellergewölbe der Stadt. Ja, das Haus fällt auseinander. War ich jetzt eigentlich schon hier drüben? Ja. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also, Tempelhelm. Hier haben wir alles abgeklappert. Hier auch. Da kommen wir ja nicht rein. Das ist der Nebeneingang zum Elfgesang. Bären. Hi. Wie ihr wünscht. Ja. Verdammte Katze, ich gebe euch meinen Umhang, wenn ihr das lästige Ding erledigen könnt. Ich habe heute Bär in seinem Haus in Baldur's Gate besucht. Er hat mir seinen Umhang als Belohnung angeboten, wenn ich ihn von einer lästigen Katze befreie. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Petrines Wie Katze. Ihr wünscht. Wie ihr wünscht.
Nein, Katzen töten tun wir nicht, oder? Wo ihr braucht, nur zu fragen. Mit Vergnügen. Die Katze wird uns ja kaum an die Dings verpfeifen, an die Stadtwache. Ja, ihr braucht nur zu, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ach, da ist Petrine. Hallo? Die eine Stimme wie eine alte Frau hat. Hi, ich bin Petrine und ich habe keine Familie mehr. Und ich bin von meinem Onkel Bären weggelaufen, weil er echt gemein ist. Aber meine Katze ist echt ein Engel und sie beschützt mich, wenn mir mal was passiert. Zumindest war das mal so, aber im Moment finde ich sie nicht. Ich glaube, sie ist zu meinem Onkel zurückgegangen, um ihren Ring zu holen. Da gibt es diesen Ring, mit dem sie so gerne spielt, aber als ich weggelaufen bin, musste ich ihn bei meinem scheußlichen Onkel lassen. Wenn ihr mir nur diesen Ring holen könnt, dann würde Angel bestimmt zurückkommen. Würdet ihr das tun? Ich bitte euch. Haben wir den Ring? Hallo? Ihr habt den Ring gefunden. Jetzt wird Angel zurückkehren und wir können immer zusammenbleiben. Ich würde euch ja gerne dafür etwas geben, doch ich habe leider nichts. Aber vielleicht gibt Angel euch ein bisschen von ihrem Glück ab. Pass auf, dass du nicht in Schwierigkeiten gerätst, Kleines. Angels Engelhautring. Beim Angriff von Angels Ring war Petrine ganz entzückt. Ihr Glück muss ihr Belohnung genug sein. Angel ist draußen jagen, aber sie sagt, ihr seid freundlich. Wie ihr wünscht. So, der Typ hat nichts mehr zu sagen. Ihr braucht nur zu fragen. Angel die Katze, sie ist aber immer noch hier oben. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Also ja, ich würde ja am liebsten den Typ töten, dafür, dass er eine arme Katze töten will, aber das gibt mir dann wieder 7% schlechten Ruf für einen Mord. Rini, hi Rini. Ich ziehe bewaldete Regionen vor, doch heutzutage muss man flexibel sein. Ich habe an einer Belade über den Einhornlauf im Hochwald gearbeitet. Ich würde gerne auf eine verlässliche Quelle zurückgreifen, als das bloße Hörensagen und den Volksglauben. Wenn ihr auf euren Reisen hier auf einen umfassenden Bericht über den Fluss stoßt, dann würde ich ihn gerne in die Finger kriegen. Die Bitte einer Bardin. Rini, eine Bardin und Balladensängerin hier in Baldur's Gate mich gebeten, ihr eine gewisse Geschichte des Einhornlaufs zu bringen. Was ich sie hier auf meinen Reisen finde, Rini befindet sich in einem der Häuser neben dem Palast. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Geschichte Schattental, Geschichte Schattental. Mit Vergnügen. Schattental. Schattental. Oh, neuer Unsichtbarkeitstrank. Davon haben wir ja ein paar verbraten. Ja, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Nehmen. Hey, ihr da, wenn ihr in den Palast wollt, habt ihr Pech gehabt. Einfache Leute werden abgewiesen. Die Großherzöge lassen einen nicht ein, wenn hier nicht gerade irgendwas Besonderes los ist. Für euch tue ich aber natürlich. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Oh. Magische Bolzen. Mit Vergnügen. Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Oh, Bolzen plus eins. Schön. Worum geht es? Ich werde mich im Hand um, wie ihr wünscht. Ja, hier ist der Herzogspalast. In dem wir, wie gesagt, keinen Zutritt haben. Thank you.
Wir können aber einmal um ihn hinten rumgehen, so ein bisschen.